Meine Damen und Herren, es ist 17.15 Uhr und ich begrüße Sie alle ganz herzlich und insbesondere unseren heutigen Referenten André Roth zum 17.15 Kolloquium der ETH-Bibliothek. Mein Name ist Franziska Moser und ich werde Sie heute durch das Programm führen. Das Programm werden die meisten von Ihnen kennen. Wir beginnen mit einem Referat, rund 30 Minuten, und haben anschließend wiederum 30 Minuten Zeit für Diskussion hier im Plenum oder Fragen auch an den Referenten. Und der Abschluss, der dritte Teil, bildet dann ein Apero draußen im Foyer, zu dem Sie ganz herzlich eingeladen sind. Das heutige Thema Digitalisierung, digitale Transformation, ist ein sehr allgegenwärtiges Thema mit ganz vielen Facetten, das uns alle umfasst, sei es als Bibliothek, als Archiv, als Unternehmen, aber auch als Mensch, als Bürgerin, als Mitarbeitende. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Experten zum Thema bei uns haben. Nochmals herzlich willkommen, André Roth, und er wird sicher die ein oder andere dieser Facetten dann näher beleuchten. André Roth ist Chief Digital Officer der Firma ITnetics, eine Technologiefirma, zu der er selber noch etwas mehr dazu sagen wird. Als Chief Digital Officer berät er Unternehmensführungen in Fragen und Risiken oder Chancen zum Thema Digitalisierung und hilft bei der Weiterentwicklung von Businessmodellen und auch zur Förderung von Innovationen in Unternehmen. Er ist zudem Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz für Design Thinking. Und er ist auch noch ganz viel anderes. Er ist Wirtschaftsinformatiker, er ist Praktiker, er ist Vater und er ist als digitaler Nomade in dieser Digitalisierung ganz zu Hause. Sie bemerken es, er kommt nicht aus der Bibliothekswelt. Er war auch noch nie in der ETH-Bibliothek, hat er heute gestanden. Das lässt sich vielleicht noch ändern. Er benutzt aber auch Bibliotheken ab und zu, hier vornehmlich die Zentralbibliothek Solothurn, sein Wohnort. Dort ist er ab und zu im Lesesaal und er hat das ganz spannend gesagt. Er hat gesagt, das ist für ihn eine Art Offline-Oase, wo er ohne digitale Ablenkung auch mal ganz konzentriert an einem Thema arbeiten kann. Und ich finde das auch im Rahmen dieser ganzen Digitalisierungsthemen einen sehr spannenden Aspekt auch für Bibliotheken. André, wir freuen uns sehr auf das Referat. Ich bin sehr gespannt und ich übergebe dir gerne das Wort. Besten Dank, Franziska. Ja, ich bin nicht aus der Bibliothekenwelt, wie wahr. Aber dennoch habe ich in den letzten Tagen mehrmals Franziska nicht angerufen, aber ich habe mit ihr gemeldet und habe gesagt, du, wie ist es da? Wie sieht es genau da aus? Da habe ich noch was erlebt, respektive gelesen. Ich habe dann mich wirklich versucht, schlau zu machen. Und wenn ich Ihnen das jetzt so erkläre, muss ich eingestehen, ich hatte keine Ahnung von der Bibliothekenwelt und der Herausforderung in Sachen Digitalisierung, aber ich bin begeistert. Ich denke, das ist das Wichtigste. Franziska hat es erwähnt, ich bin Chief Digital Officer einer IT-Unternehmung. Was wir tun, tun wir seit 9 Jahren sehr gut. Wir sind Infrastrukturpartner, wir beraten Unternehmen, wenn es darum geht, ihre bestehenden Infrastrukturen, Sie müssen sich vorstellen, da gibt es diese Großrechner im Keller, die müssen dann mal weg, weil alt. Und wir versuchen zusammen mit dem Kunden, diese dann in eine Cloud zu schieben. Das Thema Cloud können wir dann beim Apero diskutieren. Fakt ist aber, auf diesem Weg sind viele Hürden. Die versuchen wir technisch immer richtig zu adressieren. Wir sind da sehr gut, das darf man schon sagen. Aber wenn es um die Bedürfnisse der Kunden geht, die darüber hinaus sind, wir sind sowas von schlecht. Aber wir verbessern uns. Meine Rolle ist es nämlich, genau diese Verbesserung herbeizuführen und uns wirklich zu überlegen, was können wir tun, damit der Kunde dann auch einen Mehrwert hat. Also wenn Sie müssen sich vorstellen, dieser Server ist dann nicht mehr da im Keller, der steht dann irgendwo bei Microsoft oder Amazon, irgendwo in dieser Cloud. Ja, was hat der Kunde, der Endkunde unseres Kunden davon, also der dann vielleicht eine Dienstleistung bezieht? Diese Frage muss geklärt werden. Das tun wir, wie gesagt, wir tun es immer besser. Und mein Schlusssatz dazu ist eigentlich immer, wenn wir aber das, was wir jetzt im Moment gut tun, weiter so machen und uns nicht mehr voranbewegen und uns nicht mehr überlegen, wie könnten wir es noch besser tun, gibt es uns in 5 Jahren nicht mehr. Wir sind 9 Jahre auf dem Markt, jetzt dann 10. Wir haben plus minus 80 Mitarbeiter. Sie sehen,
In 5 Jahren haben wir diesen Mitarbeitern keine Arbeit mehr, wenn wir so weitermachen. Und das in der IT. Das ist die Realität. Wir hatten das Gefühl, wir sind die Besten. Diese Reise, die ich mit Ihnen gehen möchte, ich hoffe, ich kann Sie dafür auch ein bisschen begeistern, erstreckt sich über solche Themen. Die Fragestellung, wird jetzt wirklich alles digital? Was heißt überhaupt Digitalisierung? Ja, die Digitalisierung, das sollen die doch mal tun. Ich warte mal ab, dann ist das dann schon vorbei und dann geht das wieder analog weiter. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Und was heißt eigentlich diese Disruption? Lassen Sie mich das versuchen, einfach zu erklären. Digitalisierung bedeutet, wenn Sie heute ein Dokument von Hand schreiben, Sie legen das in einen Ordner ab, dann machen Sie es analog. Wenn Sie das Ganze jetzt beispielsweise in einem Word schreiben, also elektronisch erfassen, das dann in einem File-Server irgendwo, wo Sie diese Datei ablegen müssen, dann ablegen, dann ist das digitalisiert. Sie haben es nicht mehr analog. Und es gibt diese schöne Aussage des deutschen ehemaligen Telekom-Chefs, der hat gesagt, ich nehme jetzt nicht genau den gleichen Wortlaut, aber ein schlechter analoger Prozess wird auch ein schlechter digitaler Prozess. Und das ist die Überleitung zu der digitalen Transformation. Es kann nämlich sein, dass diese Prozesse gar nicht mehr notwendig sind. Man hinterfragt sich bei der digitalen Transformation, ist denn dieses Businessmodell überhaupt noch das, was der Kunde will? Also die digitale Transformation beschäftigt sich auch mit dem Neuen und hinterfragt das Bestehende. Bei der Digitalisierung steckt natürlich auch das Thema Automatisierung drin. Wir wissen, die industrielle Revolution, ich möchte das nicht alles aufgreifen, aber die ist Tatsache heute. 4.0 nennt man sie, gemäß WEF. Vielleicht kommt 5.0 nächste Woche, wir werden sehen. Fakt ist aber, die Automatisierung, die Roboterisierung und so weiter nimmt Einzug. Und wenn Sie ein einfaches Beispiel dazu möchten, dann frage ich mal in die Runde, wer von Ihnen hat noch ein Kassettengerät zu Hause? Wird es noch gebraucht oder rein zu Archivzwecken? Ah, gut. Wer nutzt schon einen Streaming-Anbieter? Gut. Wer hat noch CDs zu Hause? Ich auch, kistenweise. Man stelle sich aber vor, ich habe 3 Kinder. Ich musste früher, als ich in die Lehre ging, habe ich mein ganzes Geld für CDs ausgegeben. Ich habe gespart, damit ich mir das leisten konnte. 30 Schweizer Franken dazu mal. Das war viel Geld zu einem Lehrlingslohn. Heute bediene ich meine ganze Familie für 19 Franken im Monat mit unendlichem Inhalt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, da gibt es sicher noch dieses amerikanische Zeugs und so weiter. Nein, unser jüngster Sohn, der ist so angefressen von Philip Meloni. Er hört sie nonstop. Ich habe die Disruption noch nicht erwähnt, weil ich möchte sie später aufnehmen. Die Frage, und Sie haben vorhin gesehen, das Bild, wo die physische Karte noch im Auto angeschaut wurde, der Weg wurde darüber navigiert, man musste die Karte richtig halten können. Man musste wissen, wo Norden und Süden ist. Wenn Sie heute Ihr Navi aus dem Hosensack nehmen, da ist es nämlich, stehen Sie hin und es sagt Ihnen, wie Sie stehen. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie noch eine 3D-Karte und Sie haben alles dabei. Und wissen Sie, was das Beste ist? Es kostet Sie nichts. Fast nichts. Ihre Daten werden Sie ja wohl mitliefern, sonst könnten Sie nämlich keine Standortbestimmung machen. Zwischen dieser Landkarte und diesem Bild steckt noch die Zeit, als man eben CDs kannte oder mobile Navigationsgeräte. Solche Dinge, die man da ins Auto gepflanzt hat, wenn man das dann wollte, und das kostete 500, 600, 700 Franken, man musste die Karten immer wieder updaten, das war so ein Modell. Dieses Geschäftsmodell gibt es heute nicht mehr. Weg, verschwunden. Es war nicht mal vielleicht 5 Jahre existent. Jetzt, was heißt das für uns als Individuen? Du hast es mir vorne weggenommen, die Gesellschaft, wie gehen wir damit um? Letzte Woche, am Mittwoch, fand diese Themenabend statt, des Schweizer Fernsehens, in allen Sprachregionen, inklusive der rätoromanischen Schweiz. Es war sehr interessant zu sehen, wie man sich mit diesem Thema versucht zu beschäftigen, Betonung auf versucht, weil es ist natürlich sehr groß. Aber es war für mich so eine
interessante Erfahrung, wie ich gelernt habe, wie Leute, die keinen Zugang zu diesem Thema hatten, eigentlich über das Schweizer Fernsehen das erste Mal Fragestellungen beantwortet bekommen haben, die sie sich nämlich täglich stellen. Was passiert mit meinen Cumulus-Punkten? Kann jetzt die Migros alles oder die Coop? Was passiert eigentlich mit meinen Bewegungsdaten? Was heißt überhaupt künstliche Intelligenz? Und ich denke, diese Fragestellungen, die müssen wir beantworten. Die sind in jedem Kontext zu beantworten. Ich habe schon erwähnt, Google kennt die Daten, die weiß, wo sie sich bewegen. Ich habe nicht Google genannt, aber wenn Sie so eine eine Navigations-App zum Beispiel von Google brauchen, dann ist das genau der Fall. Dieser Themenabend, ich fand ihn gut. Er hat eine Flughöhe, die fand ich passend für die Allgemeinheit. Für mich war es natürlich persönlich noch ein bisschen zu wenig tief, aber ich fand die Idee, wie gesagt, gut. Es hat eines für mich gezeigt, Charles Darwin hat das schon oft gesagt, Anführungszeichen, er wird oft zitiert, so muss ich es sagen. Es geht ja nicht darum, wer der Stärkste, der Intelligenteste ist, sondern wer kann sich an neue Situationen gewöhnen, wer ist bereit, diese Anpassung vorzunehmen. Und ich denke, das ist für uns als Gesellschaft eine Riesenherausforderung in diesen Themen Digitalisierung, digitale Transformation. Sie fragen sich vielleicht jetzt, was hat das mit Digitalisierung zu tun? So, ich sehe da die Blicke, so, Ketchup, genau. Sehr viel. Eine Eigenheit, also diese Digitalisierung und vor allem jetzt digitale Transformation, ist nämlich, dass der Kunde absolut im Fokus steht. Wir wollen etwas erleben. Wir wollen das Beste, dass uns ein Service geliefert wird, der permanent mit uns interagiert. Wenn Sie sich überlegen, wie oft Sie über Nacht eine Ihrer geliebten Apps, die Sie täglich brauchen, geupdatet wird, ohne dass Sie dazu jemals irgendwie Ja sagen. Es wird einfach gemacht. Wir wollen das, sonst würden wir nämlich Nein sagen. Wir sind bereit, uns zu öffnen. Und das weiß natürlich jeder Anbieter. Und wenn Sie sich sagen, ja, das stimmt nicht so ganz, überlegen Sie sich das nächste Mal, wenn Sie irgendwo online shoppen oder sonst in einem Geschäft irgendeinen Service beziehen, wie reagieren Sie auf eine Kundeninteraktion? Diese Ketchup-Flasche, die Flasche gibt es schon natürlich seit langem. Sie ist immer noch erhältlich als Special Edition übrigens. Und das ist das, was eigentlich gewünscht wäre oder gewünscht wurde, ich muss es so sagen. 1983 hat man diesen Squeezer erfunden, die Möglichkeit, wenn Sie die vorherige Flasche, Sie kennen sicher diese Situation, Sie schütteln diese und dann haben Sie diese Pommes frites oder die Kinder und dann macht Platsch und alles darüber. Super. Und dann hat man gedacht, ja, man könnte ja mal die Kunden fragen, was sie davon halten. Das Ergebnis war dieser Squeezer-Effekt, dass man eigentlich dosieren kann. Und jetzt sagen Sie, ja, das ist ja super und die steht ja auf dem Kopf. Sie steht erst seit 2002 auf dem Kopf. Und Ketchup von Heinz gibt es schon mehr als 100 Jahre. Es hat so lange gebraucht, bis jemand die Idee gehabt hat, man könnte sie auf den Kopf stellen. Und wenn Sie so eine Flasche haben, was ist der Effekt? Es ist ein großer Deckel. Sie steht hervorragend, nämlich bei mir im Eisschrank rechts, unter den Eiern. Dort steht sie. Kundenzentriert, man hat also wahrgenommen, was der Kunde sich wünscht. Und das ist bei allen diesen Überlegungen im Rahmen der digitalen Transformation elementar. Ein Beispiel, wenn Sie sich überlegen, Tesla ist mittlerweile, hören Sie überall, kennt man. Was hat Tesla anders gemacht als diese VWs und BMWs dieser Welt? Sie sind auf den Markt gekommen, sie haben eine Idee verfolgt, sie haben natürlich das notwendige Kapital, die richtigen hellen Köpfe dabei gehabt, aber sie haben eines, sie haben eine Zielgruppe definiert und haben ihr Produkt um diese Zielgruppe gebaut. Sie haben mit dieser Zielgruppe interagiert, damit sie bestens informiert waren, was der Kunde wünscht und was nicht. Nur darum hatten sie auch so einen Erfolg, weil sie hatten ja nicht eine Vielfalt von Produkten. Vergleichen Sie das mal mit anderen Herstellern. Die digitalen Nomaden. Wer weiß, was das ist? Das sind Sie und ich, wenn wir unterwegs sind und jederzeit unsere Arbeit erledigen können, da wir, wo wir auch immer sind. Sei dies, wenn Sie warten, wenn Ihre Kinder im Hockey spielen sind, Sie müssen noch eine Mail schreiben, wenn Sie im Zug sitzen, so wie ich, oder wenn Sie ein Ferienhaus haben und dort auf der Terrasse einfach mal ab und an Ihre Arbeiten erledigen wollen.
es ist nicht immer die Person, die da in Asien lebt, 3 Monate im Jahr. Das ist sehr idyllisch. Ich war aber vor 3 Wochen in Asien, das sind schon 4 her, und ich kann Ihnen sagen, es gibt hunderte solcher digitalen Nomaden dort drüben. Die sehen Sie am Strand und die beneiden Sie. Das ist auch eine Tatsache. Das ist eine emotionale Geschichte. Ja. Weil sie nämlich sich die Freiheit nehmen können, ihre Arbeit zu tun. Jetzt fragen sie sich, ja, das sind da die Selbstständigen. Ja, habe ich auch gedacht. Es waren die Mitarbeiter der T-Systems, der Swisscom IT-Services, die ich am anderen Ende der Welt getroffen habe, die sich diese Freiheit erlaubt haben. Die stand aber auch im Arbeitsvertrag, diese Freiheit. Und wenn sie denken, ja gut, die sind da ein bisschen am Pläuscheln auf gut Deutsch. Hm? Nein. Sie sind viel disziplinierter, sie kollaborieren untereinander, sie sitzen 40, 50 Leute, die sich nicht kennen eigentlich, zusammen. Entschuldigung, das ist mein Ton vom Laptop. Und was da an Ideen kreiert wird, ist unglaublich. Die machen sich über Sachen Gedanken, haben innovative Ideen, auf die kämen wir gar nicht, weil wir so in unserem Alltag drin sind. Das ist das Spannende an diesen Nomaden. Ich habe vorhin erwähnt, Kundenzentriertheit bei allen Überlegungen. Wenn Sie jetzt sagen, ich referenziere da kurz auf unsere Firma, wir sind da, wir machen diese Infrastrukturprojekte, unsere Ingenieure und unsere Entwickler, die sind das super, die können jedes Feature bauen, die machen das wunderbar. Dann können Sie einen Auftrag geben, dann verschwinden die 3 Wochen in einem Kämmerchen, kommen hervor und diese Funktion ist goldig und passt und hat alles Mögliche. In der Zwischenzeit hat der Kunde aber gesagt, ich will nur die Hälfte und es soll grün sein. Nur hat der Entwickler nie mit dem Kunden geredet. Das geht heute nicht mehr. Bei allen unseren Services, die wir machen nur digitale Services. All unsere Dienstleistungen muss der Kunde ein Teil von dieser Entwicklung sein. Und zwar von Anfang an. Wenn der Kunde uns einen Auftrag gibt, dann müssen wir wissen, was der Kunde genau will. Man sagt dann so schön, Jobs to be done. Wir müssen wissen, welche Tätigkeit er eigentlich hat. Und wenn ich mir überlege, als Student oder als Bibliothek, und ich beziehe als Student Bücher, dann würde ich mich fragen, als Bibliothek, ohne das Wissen zu haben, was genau wollen denn diese Studenten? Was ist denn ihr Bedürfnis? Wäre die Frage, die ich mir stellen würde. Ich kenne es natürlich nicht, aber das fände ich so einen spannenden Ansatz. Weil wir möchten alle so gerne bedient werden. Es soll nicht nur der Typ sein, der oder diese Dame, die uns schnell einen Kaffee beschippt und sagt, 92, im besten Fall. Sondern es wäre schön, wenn uns jemand anlächeln würde. Ich reagiere extrem gut, wenn mich jemand anlächelt. Ich finde das wirklich toll. So, wie funktionieren wir heute? Was haben wir für Bedürfnisse? Das ist so ein Blick aus meiner Perspektive. Und ich erlebe das oft auch bei meinen Kindern. Die halten mir den Spiegel vor, wie sie konsumieren, wie sie ihre Bedürfnisse befriedigen. Primarstufe. Heute ein Tablet, ein individuelles Tablet pro Schüler in der Stadt Solothurn, Standard. Da können Sie zu Hause noch lang sagen, ja bitte legt diese Geräte weg, weil nein, ich brauche das für meine Hausaufgaben. Ich muss sie dann hochladen, sagt der 6. Klasse ist der 12-Jährige. Da argumentieren Sie dann mal mit der Mediennutzung und so weiter und so fort. Ich springe jetzt aber ins Thema Technologie ein bisschen, um Ihnen einen Blick zu geben, was heißt eigentlich, wenn man das immer wieder hört, Blockchain. Die Dame in Rot hat eine schöne Kette, das ist eine Blockchain um den Hals. Was bedeutet denn das Thema Blockchain? Sie haben sicher schon gehört, in den letzten Tagen immer öfters von diesen Kryptowährungen, das geht da Bach ab, das geht überhaupt nicht, man hat es ja immer gesagt und wird nie funktionieren. Und da verlieren Leute Millionen und Abermillionen. Voilà, Risiko. Aber die Blockchain hat eigentlich nichts mit diesen Kryptowährungen zu tun. Das ist eine Technologie, die für das genutzt wird. Die Blockchain erlaubt, ganz einfach formuliert, erlaubt einem, Daten dezentral zu speichern. Man speichert sie nicht an einem Ort. Nicht ich bin der Anbieter und sage, hier sind deine Daten und ich bestätige, dass diese Daten korrekt sind. Nein, man lagert sie aus an verschiedene Stellen. Man hat so quasi überall diese Daten repliziert, sie sind identisch. Und dann wird von diesen externen Stellen werden die Datensätze verifiziert und deren Richtigkeit bestätigt. Nicht ich als Individuum, sondern das Netzwerk bestätigt die Richtigkeit dieser Daten. Ganz einfach.
formuliert. Und wenn Sie eine Anwendung dazu möchten, oh, Entschuldigung, Sie haben ein Fahrzeug, Sie haben einen Leasingvertrag. Darin steht, Sie müssen diese Leasinggebühr bezahlen, immer per 28. des Monats im Voraus. Und stellen Sie sich vor, Sie bezahlen diese Gebühr nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist in diesem Fahrzeug eine Software drin, die sagt, oder die korrespondiert mit der Blockchain, wo dieser Leasingvertrag hinterlegt ist, an verschiedenen Orten. Und da ist die Zahlung nie eingegangen. Es wurde nie eine Zahlung registriert. Das Auto schließt Sie aus. Sie kommen nicht mehr rein, Sie können es nicht mehr benutzen. Sie haben nicht bezahlt. Das ist nicht die Leasingfirma, die das bestimmt und sagt, Sie haben, wir haben keine Zahlung erhalten, sondern überall, wo dieser Vertrag repliziert liegt, wird bestätigt, da war keine Zahlung, da ist bis heute keine eingegangen. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben das so mit Ihrer Mietwohnung. Wird mühsam. Also die zentrale Verifizierung der Daten und deren Echtheit. Ich weiß nicht, dieses Beispiel würde sich auch für Autoren, ich denke, anwenden lassen. Wenn Sie diese Technologie nutzen, um den Inhalt und die Integrität dieses Artikels zum Beispiel zu verifizieren, könnte das funktionieren. Ich habe diese technische Lösung nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das Thema Fake News wäre vielleicht ein anderes. Wie wissen wir heute, ob diese Informationen richtig sind? Da gibt es eine gute Anekdote, die möchte ich Ihnen mitgeben. Ich sage meinen Kindern oft, Denken ist wie Googlen, nur viel krasser. Sie können sich die Antworten vorstellen. Wieso sage ich das? Weil oftmals die Kinder nicht in der Lage sind, diese Informationen zu filtern. Sie haben so viele Streams von Informationen, da das, da dieses und da jenes. Und ich sage ihnen ab und an, ja, wenn ihr einen Schritt zurücktretet und mal überlegt, kann das überhaupt sein, was da steht? Dann habt ihr schon einen Schritt gemacht, dass ihr nämlich nachdenkt. Und das sehe ich auch eine Herausforderung. Wir lernen die Kinder heute, dies zu verifizieren. Ich habe die Antwort nicht, die Lösung auch nicht. Aber das muss eine geben. Also ich denke, das ist einer dieser negativen Effekte. Und ich tappe ab und an auch in diese Falle. Wer hat ein solches Gerät zu Hause? Das ist ein Sprachassistent. So eine Alexa, jetzt in diesem Fall noch nicht. Doch. Ich kenne Leute, die kommen nach Hause, die betreten ihr Haus oder ihre Wohnung, die diskutieren und reden und machen und tun. Und dann geht die Garage auf, die Kaffeemaschine geht an, alles funktioniert einwandfrei. Diese Personen leben aber alleine in ihrem Haushalt. Aber sie reden immer. Sie reden mit ihren Sprachassistenten. Das sind nicht diejenigen, die im Zug immer so laut reden, dass man das Gefühl hat, sie reden mit ihrem Sprachassistenten. Da können Sie fast alles heute damit machen. Sie können Ihren Kühlschrank füllen lassen, eigentlich, wenn Sie das entsprechend hinterlegen. Sie können Ihr Licht anschalten und. Und wissen Sie was? Es kostet Sie 50 Schweizer Franken. Nichts. Sie müssen aber diesen Ding ein bisschen Information geben. Und das ist das, und dahinter steckt Amazon, woran Sie interessiert sind. Sie wissen dann, was Sie tun. Sie wissen exakt, wie ihre Garagentor heißt, wenn Sie das in dem einen Namen gegeben haben. Und Sie werden dieses Ding personalisieren. Sie werden es. Wer hat einen Rasenmäherroboter? Niemand. Hat niemand einen Rasen, den er pflegen muss zu Hause? Das ist eines der meistgekauften Produkte in einem Heimmarkt. Rasenmäherroboter. Und wenn dieser Rasenmäherroboter nach 3 Jahren dann ein zeitliches gesegnet hat, dann stirbt ein Familienmitglied. Weil das Ding hat einen Namen erhalten. Das ist der Otto, der mäht immer den Rasen. Und zudem schaut man. Man kann den Otto gar nicht ersetzen, weil er hat ja einen Namen. Er wird repariert. Bringt mich zum nächsten Thema. Big Data. Machine Learning. Wer kennt sich damit schon ein bisschen aus? Sie alle nutzen es täglich, Sie wissen es nur nicht. Ich glaube, wer hat kein solches Gerät? Gut, das Ausschlussverfahren ist immer einfacher heute. Diese Geräte nutzen sehr viel
Big Data. Und wissen Sie was? Sie generieren sehr viel Big Data. Wer von Ihnen hat eine Smartwatch? Irgendeines Herstellers? 2, 3, 4, 5, ja. Okay. Wer treibt Sport mit solchen digitalen Assistenten? Gut. Sie liefern diesen Anbietern Daten ohne Ende. Die wissen genau, wenn sie krank sind, weil sie kennen ihre Pulsfrequenz, sie kennen den Mittel der Pulsfrequenz bei ihrer Belastung, bei ihrer Zeitdauer, die sie unterwegs sind, bei der Temperatur, die sie unterwegs sind, weil diese Uhren registrieren alles. Ich habe heute gehört, eine Anekdote der US-Armee. Es gibt also diese Plattform, wo man seine Daten hochladen kann. Und da gab es die Situation, dass die US-Armee irgendwo, nirgendwo auf einmal, also man hat über diese Plattform ganz viele Personen gesehen, die da rumgerannt sind. Man hat diese Profile erkannt, man hat diese Maps gesehen, sprich diese Laufrouten, aber da gab es ja gar nichts. Da war nichts. Wie kann das sein? Es war eine US-Armee-Basis, die eigentlich niemals ans Tageslicht kommen hätte sollen. Aber es waren halt ein paar Läufer dort. Die hatten so eine Garmin-Uhr als Beispiel und haben ihre Daten auf sein Portal hochgeladen, automatisch drin. Also die US-Armee hatte ein Problem. Wenn Sie jetzt aber weiterdenken, Migros, Cumulus, Coop und wie sie alle heißen, darin steckt das Potenzial. Steckt auch das Potenzial einer Bibliothek, für mich, aus der Außensicht. Weil die Daten, die da vorhanden sind, bei Ihnen in dieser Bibliothek, das ist ja gigantisch. Aber wie macht man aus diesen Daten dann auch ein Service? Wie generiert man damit Geld? Das ist die Herausforderung. Ich finde immer toll diese Schlagzeilen. Haben Sie sicher auch gesehen, gelesen irgendwann mal. Ich habe Ihnen vorhin erwähnt, Disruption, komme ich noch darauf zurück. Jetzt wären wir da. Digitalisierung, auch in einem anderen Beispiel. Es kam die Zeit, als wir nicht mehr dieses kleine Büchlein mit uns führen mussten, um den Fahrplan zu kennen. Dann kam die erste so quasi disruptive Ansatz mit der BLS und der Let's Go App. Was war das? Es war nicht mehr notwendig, dass Sie ein Ticket kaufen mussten. Sie hatten so einen Schieberegler, hat sie immer noch. Sie konnten einfach in einen ÖV, in einen Bus, in einen Tram, in ein Schiff steigen, diesen Regler bedienen, dann waren sie unterwegs und dann stiegen sie irgendwo am Zielort wieder aus, haben diese verschiedenen ÖV-Transportmittel benutzt und diesen Schieberegler konnten sie wieder auf die andere Seite bewegen und sie hatten in der darauffolgenden Nacht ihre Abrechnung über den besten Tarifverbund in ihrer Mailbox. Sie mussten kein Ticket mehr kaufen. Die Fertig-App ist etwas Ähnliches. Jetzt hat es sofort viele Nachahmer gegeben. Sofort hat jeder gesagt, ja, die BLS, die Ostschweizer Bahn, alle wollten da mitdienen. Sie haben sich nicht zusammengetan, jeder das eigene. Oder? Super Silo-Gedanke, der Silo-Gedanke. Die SBB war auch ein bisschen involviert, aber nicht sehr freundlich gesinnt. Und jetzt kommt diese WIM-App. Haben Sie schon mal davon gehört? Finnischer IT-Dienstleister, wie wir. Was macht um Himmels Gottes Willen dieser IT-Dienstleister mit diesen Fahrplanthemen? Er bietet einen anderen Ansatz. Er sagt, wir sind disruptiv unterwegs. Uns ist es absolut egal, welches Beförderungsmittel das du nimmst. Ob du ein Velo nimmst von Rent-a-Bike oder Publibike, wie auch immer sie heißen mögen, bis hin zu Uber, uns interessiert es nicht. Du entscheidest, welches das du möchtest. Du entscheidest aufgrund der Wettersituation und wir machen dir noch Vorschläge. Du nimmst die Schönwettervariante, du nimmst nämlich ein Rad und nimmst dann das Schiff, du hast Zeit. Oder das muss schnell gehen, ich nehme Taxi oder ich kombiniere. Und wie können die das? Indem, dass sie auf Open Data zugreifen. Eine öffentliche Plattform, wo alle Fahrplaninformationen in Echtzeit kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso können das die Finnen und wir nicht? Das wird Bundesgelder finanziert. Das kam noch kein Schweizer Unternehmen wirklich auf diese Idee. Jetzt kann man sagen, ja gut, ist weit gesucht, aber es ist ein disruptiver Ansatz. Schauen Sie sich das mal an, sehr spannend. Kennen Sie natürlich vielleicht vergleichbar im Bibliothekenumfeld, da gibt es auch diese Bestrebungen, finde ich auch sehr interessant.
Die SBB geht einen Schritt weiter, sie kombiniert. Sie sagt, bei uns können Sie ein Fahrzeug, ein Auto haben. Die SBB gibt Ihnen ein Auto. Ganz was Neues. Hm? Sie gibt Ihnen auch einen Parkplatz am Bahnhof. Sie gibt Ihnen auch ein Carsharing. Sie gibt Ihnen auch eine vollumfängliche Lösung. Ich sage da ab und an die eierlegende Wollmilchsau für ÖV-Enthusiasten. Sie können nämlich auch ein Elektrofahrzeug haben. Alles dabei für einen klaren, fixen Betrag im Monat. Spannend. E-Bikes. Wer von Ihnen hat eines? Es müssen mehrere sein. Letztes Jahr wurden 380.000 Fahrräder verkauft, ohne Kinderfahrräder. Und davon 90.000 E-Bikes. Ein Viertel des Fahrradverkaufs letztes Jahr ging als E-Bike über den Tisch. Jetzt soll mir noch mal jemand sagen, dass das mit den E-Bikes kein Trend ist oder kein Bedarf. Der ist riesig. Riesig. Jetzt habe ich kürzlich gelesen, es gibt sogar die ersten E-Rennvelos. Geht für mich gar nicht, ich als Rennvelofahrer. Und es gibt sogar solche, die veranstalten Rennen. Jetzt frage ich mich, ja, ist denn da der, der am besten tunen kann oder so? Genau, lassen wir die Diskussion. Im Sinne der Zeit muss ich mich ein bisschen beeilen. Haben Sie es schon mal gehört? Der Red Flag Act. 31 Jahre hat er bestanden. Es ging darum, dass wenn ein Motorwagen, Dampfwagen, durchs Dorf fuhr, mit erlaubten 2 Meilen pro Stunde, 3,2 Stundenkilometern, über Land durften sie 6,4 fahren, mussten 2 Personen anwesend sein auf dem Fahrzeug und eine Person lief vorne weg mit einer roten Flagge. Das galt 31 Jahre lang. In UK. Es gab dennoch Tausende von Toten. Tausende. Wobei nicht überliefert ist, ob die auf die Dampfwagen oder auf die Eisenbahn zurückzuführen ist. Also das, die Statistik, die schließt das noch aus. Wo will ich hin? Auf die Frage, wer kauft von Ihnen noch ein Auto? Ich glaube, es gibt einige, die sagen, ich kaufe mir mein Auto, weil ich kaufe es. Ich will das, ist meins. Kann ich sagen, ja, verstehe ich. Sie können Ihr Kapital gewinnbringender anlegen, aber lassen wir die Diskussion. Wer liest denn heute noch ein Auto? Jetzt sagen Sie, ja, leasen, das ist ja noch aktuell. Nein, das ist gegessen. Es gibt Angebote, da können Sie pro Monat günstiger als Ihr Leasingangebot eines Kleinwagens, beschäftigen wir uns mit den Kleinwagen, ein Komplettangebot haben. Sie brauchen keine Anzahlung zu leisten. Sie bekommen ein neues Fahrzeug nach Ihrer Fahrtkonfiguration mit allem drin, außer dem Benzin oder eben dem Strom. Sie können nämlich noch wählen. Das kostet Sie nichts. Keine Anzahlung, nichts. Sie können es fahren, wird auf Sie eingelöst. Es wird Ihnen nach Hause geliefert. Stellen Sie sich das mal vor. Und wissen Sie, wer der Anbieter ist? Eine Versicherung, die AXA, die ehemalige AXA Winterthur. Jetzt hat die AXA ihr Versicherungsmodell um Autos erweitert. Wie genau? Die SBB erweitert ihr öffentlichen Verkehr um Autos. Ja, jetzt wie genau? Also, dass man sich wirklich mal vorstellt, wie kann man diese Ökosysteme ganz neu denken? Autonomes Fahren. Wer ist schon mal mitgefahren mit einem solchen Bus? Müssen Sie mal tun. Ganz spannend. Man hat so ein gewisses Unbehagen. Hm? Unten links, das finde ich der coolste Case. Das funktioniert alles einwandfrei, solange die Bäume Blätter hatten. Aber als die Bäume dann keine Blätter mehr hatten, konnte das System nicht mehr erkennen, dass es da schon mal durchgefahren ist und hat gestoppt. Es ist nichts passiert, es ist einfach nicht mehr weitergefahren. Die Software hat gesagt, kenne ich nicht, fahre ich nicht. Fand ich auch noch cool. Content is King. Wer von Ihnen nutzt diese Fubi-Apps und wie sie alle heißen, zum Kochen? Ich schon, das hilft mir als Mann. Ich kann ab und an brillieren, meine Tochter findet es sofort heraus. Aber sie verhungern nicht. Und natürlich, ich habe es schon oft erwähnt, sind die Kinder oder die Jugendlichen im Umgang mit Wissen anders unterwegs, als wir das sind. Sie fragen nicht so viel, sie hinterfragen nicht so viel, sollten sie aber, wissen wir alle. Aber sie haben ja ihr Handy im Hosensack. Ich nehme dann ab und an die Geschichte vor und sage, mein Kind, weißt du, bei uns gab es noch den Brockhaus, das sind diese Bänder, da hatten meine Eltern Tausende von Franken investiert. Und dann war das, was da drin stand, war dann einfach so, wie es war. Da kommt die Antwort des 12-Jährigen,
Ja, woher wusstest du, dass es nicht Fake News war? Ich habe gesagt, gut, da hat er wieder recht. Er sagt, ich verifiziere, ich frage mehrere Quellen, aber ich frage ja nicht nur Google. Sie können doch unterscheiden. Oder sie sind dran. Ich möchte nicht darauf eingehen, ich habe das gefunden, ich habe mir gedacht, das ist so spannend. Wie könnten Modelle aussehen, die da rumgeistern? Es gibt einige interessante schon Projekte, die da lanciert worden sind. Und ich denke, die Zukunft, wie eine Bibliothek mit dieser Herausforderung umgehen kann und wird, ist spannend. Sie sind alle hierher gekommen und ich sehe, dass da alles gut gefüllt. Wir interagieren, ich versuche sie ab und an ein bisschen zum Lachen zu bringen und zum Nachdenken zu bewegen. Und da glaube ich auch, das ist auch ein Element, das wir nicht verpassen dürfen. Diese vollständige Digitalisierung ist aus unternehmerischer Perspektive und wenn es um Servicegenerierung geht, doch sinnvoll. Aber wir sind dennoch am Ende des Tages Menschen. Und wir wollen interagieren. Und ich habe das Video geschaut von der ETH-Bibliothek im Rahmen eines SRF-Kulturbeitrages, wo diese Dame diese Bücher den Studenten überreicht hat. Und diese Dame hatte immer ein Lächeln für jeden übrig. Das kann Ihnen diese beste Chatbot-Roboter, was auch immer, nicht bieten. Aber vielleicht muss diese Dame nicht jedes Buch, das so einfach zu auszulehnen wäre, herausgeben. Vielleicht kann sie sich um ein spezifisches Fachgebiet kümmern, wo sie vielleicht auch ein vertieftes Wissen hat, wo sie noch besser beraten kann, vielleicht eine Servicedienstleistung bieten kann, die einfach über einen Online-Bezug nicht möglich ist. Es gibt natürlich noch mehr und ich habe hier oben rechts auch dieses Zitat noch drin des ETH-Direktors der Bibliothek. Finde ich absolut, kann man so stehen lassen. Ich denke, die Herausforderungen sind riesig. Und es gibt natürlich, wie ich schon erwähnt habe, diese ganz vielen Initiativen weltumspannend, die sich mit dieser Thematik befassen. Wie sieht die Bibliothek der Zukunft aus? Gibt es überhaupt eine Zukunft? Sie wird es geben, zweifelsohne. Aber die Herausforderungen sind riesig. Aber sie sind nicht nur da riesig, sie sind überall groß. Und ich nenne es darum explizit Herausforderung, weil ich sehe überall Chancen. Wir müssen sie einfach annehmen und im Rahmen solcher Projekte auch dann wirklich umsetzen. Und das fand ich auch sinnbildlich. Ich glaube wirklich, und das ist das, was ich nicht gefunden habe, und da habe ich mich gefragt, wenn ich mit meinen Kindern darüber geredet habe, wie sie Bücher auslehnen oder wie sie Bücher anschauen, dann kommt oft sofort, ja, ich schaue auf Amazon, das machen sie einfach, sie haben ihr Kindle, sie haben vielleicht schon elektronische Bücher, und dann suchen sie eine Form von Applikation, wo ihre Benutzerbedürfnisse abgebildet werden. Das ist natürlich nicht eine Forschungsanfrage, sondern eine einfache Abfrage nach Inhalten. Gibt es die? Aber eine App, ein User Interface auf einem mobilen Endgerät ist sehr, sehr wichtig. Wer von Ihnen bezahlt seine Rechnungen noch herkömmlich, per Postgang? Gut, gibt es nicht mehr, bin ich froh. Das Zweite, wer benutzt seinen Computer für die Zahlungen? Wer benutzt sein Mobile Device? Ah, also, wer braucht dann noch Banken? Physische Häuser? Also ich nicht. Eine Person. Eine, zwei, drei, vier. Es ist nicht mal 10%, die das Bedürfnis hat. Banking braucht es immer. Aber Banken? Wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen reden, wenn Sie sagen, also du brauchst ein Bankkonto, damit man dir den Lohn überweisen kann, damit du Twint nutzen kannst, dann haben sie sofort ein Lächeln. Ah, Google Pay geht das dann auch, Apple Pay und so weiter. Die fragen nicht, welches Bankinstitut, sondern die fragen, gibt es diese Applikation, die mir diese Transaktion auf meinem mobilen Gerät ermöglichen? Das ist der Schlüssel. Ich durfte das mit der UBS kürzlich diskutieren. Spannende Diskussion. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Aber was müssen wir tun? Also Sie sehen, es gibt nicht nur in der Bibliothek die Herausforderungen, es gibt sie an anderen Orten auch. Aber es ist sinnbildlich. Man schafft keine Interaktion zwischen der Kunst und den Kindern mit diesen mobilen Geräten. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es hat was. Ich durfte ein neues Gerät. Die Swisscom abgelaufen, neues Gerät. Was willst du? Und ich gesagt, das sieht doch spannend, das hat vier Kameras. Ich gesagt, oh, super. Ich kann jetzt auch fotografieren.
oder die Software hilft mir. Was mich aber fasziniert ist, ich habe darin bei der Foto-App, ich kann die auf einen Text halten, den ich nicht lesen kann. Er ist vielleicht in Japanisch geschrieben. Die Software übersetzt mir ihn. Die Foto-App übersetzt mir ihn. Jetzt sagen Sie natürlich, ja, die Qualität ist miserabel. Aber wenn ich unterwegs bin, im Notfall etwas lesen muss in einer Sprache, die ich nicht kann, erstaunlich gut. Und wissen Sie, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, wissen Sie, was es kostet? Nichts. Ist einfach dabei. Ja, wo ist denn das Geschäftsmodell? Das kostet doch was. Muss ja was kosten. Natürlich kostet es was, meine Daten. Ich weiß nicht, wie Canon heute überlebt oder die anderen Anbieter. Finde ich eine Riesenherausforderung als Hersteller von qualitativ hochwertigen Produkten. Meine Jungs sind Fußballspieler, auf dem physischen Platz, wie auch zu Hause. Mit der Konsole, FIFA. Sie spielen FIFA. Der 18-Jährige mit dem 12-Jährigen. Riesengeschichte. Sie laden dann Freunde ein und so weiter. Und sie kennen jeden E-Sports-Gamer und der Jüngere findet eigentlich, er müsste Profisportler werden. Im E-Sports. Er weiß nämlich, dass man in Südkorea ganz viel Geld damit verdient. Weil man füllt dort Hallenstadiongröße für irgendwie, wenn da ein paar Jungs gegeneinander FIFA spielen. Ein Riesenmarkt. Wir haben noch keine Ahnung, was da kommt. Darum haben der FCB und alle anderen Vereine stellt einfach sinnbildlich bereits Profiteams. Das sind Leute, die verdienen ihren Monatslohn mit Gamen. Sagen Sie nie, wenn Sie Kinder haben, die da gut sind, macht das nicht mehr. Sie müssten sich darüber überlegen, ob Sie einen Managervertrag mit Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter aufsetzen, damit Sie dann, wenn es ums Tantiemen geht, um die Verträge, um Sponsoren, damit Sie dann dabei wären. Ja, Prag ist hier immerhin der Sponsor, die Basler Kantonalbank auch. Das ist ja nicht irgendwer. Das sind Finanzinstitutionen. Ganz zum Schluss, ich versuche die Kurve der Zeit noch zu erwischen. Einfach ein Beispiel. Geht das medizinische Handwerk verloren? Ich glaube nicht. Ich behaupte aber, wenn ich heute eine Diagnose hätte, irgendwelcher Form, ich würde googeln, was das Zeug hält. Es hat ja kürzlich mal diesen Wettbewerb quasi gegeben, Schweizer Fernsehen, wo man da Mediziner, richtige Mediziner, mit Unerfahrenen zusammengesetzt hat. Die hatten alle die gleiche Diagnose mitgeteilt bekommen. Und es ging darum, herauszufinden, ob diese unerfahrenen Leute mittels Anwendung von Suchmaschinen, Google, in der Lage wären, diese Krankheit zu identifizieren, diese Diagnose zu bestätigen und eine mögliche Medikation oder Therapie vorzuschlagen. Und wissen Sie, was das Erschreckende ist? Es war verdammt gut. Nicht, dass es perfekt ist, nicht, dass es den Mediziner ersetzen kann, der diese Diagnose überbringt. Aber rein die Diagnosequalität war erschreckend gut. Und wissen Sie, was es gekostet hat? Nichts. Außer die Daten, die man bei Google eingibt. Virtuelle. Das ist ein Video von Bloomberg, finden Sie auf YouTube, können Sie mal googeln. Da geht es um Schmerzpatienten. Und die Schmerzpatienten hatten die Wahl zwischen Morphium oder einer Virtual Reality-Sequenz über diese Brille zu erhalten, wo sie über Island hinweggeflogen sind. Man konnte wählen, möchte man durch Eisberge fliegen oder über eine Pferdeherde in Island. Und die Fragestellung war dann, würden diese Patienten, wirkt das beruhigend auf diese Patienten? Wirkt das sogar schmerzlindernd? Kann das sein? Und würden diese Patienten dann am Ende sogar sich dafür entscheiden und entgegen einer Morphiumspritze? Nicht alle, aber ein großer Teil hat sich für diese Sequenzen, für diese Hirnstimulation entschieden. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. Und ich denke, auch da ist ein spannender Ansatz. Ich habe vorhin aber kurz noch erwähnt, mit dieser Situation, wenn ich dann eine Diagnose hätte, die mich beunruhigt, ich würde googeln. Aber ich würde vor allem auch von meinem Hausarzt erwarten, dass er Zugriff hat auf Datenquellen, dass er bestätigt x-tausendfach, dass seine Einschätzung durch andere Quellen mitbestätigt wird. Nicht nur, dass er aufgrund seines sicher langjährigen Fachwissens mir diese Medikation oder die Therapieform vorschlägt. Das muss ich heute haben. Mein Hausarzt ist gut, aber ich google alles nach, wenn ich dann mal die Situation habe. Alles.
weil ich hole mir diese Bestätigung. Wer macht das auch? Dankeschön, beruhigt mich. Zu guter Letzt, wir als Arbeitnehmer, wenn ich da noch den Bogen spannen darf zu uns als Individuum, wie beschäftigen wir uns damit, was können wir tun? Sie sitzen hier, Sie tun einen Riesenschritt, wenn Sie sich noch nicht damit befasst haben. Sie interessieren sich für die Thematik. Was ist möglich, was kann sein, was kann nicht sein. Sie bilden sich ihr eigenes Urteil. Sie nutzen dann das, was sie möchten. Vielleicht konnte ich sie ein bisschen inspirieren, den Bogen nach außen zu spannen. Hier hat die Swissmem, das ist der Verband der herstellenden Industrie, Maschinenindustrie, wagt einen Schritt, um seine Mitarbeiter bei der Stange zu halten. Ich kann es nicht anders sagen. Er versucht es mit einer Bildungsinitiative. Wie geht man mit der Digitalisierung um? Was kann man tun? Wie kann man die Mitarbeiter auf dieser Reise mitnehmen? Wieso ist das umso wichtiger für die Schweiz? Oder ist das überhaupt wichtig? Wir wissen alle, dass der Fachkräftemangel da ist. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben 30 offene Stellen. Unser Unternehmen ist 90 Personen umfassend zurzeit. Wir finden keine Leute. Keine. Und wenn, dann haben die alle das Wissen, dass sie spielen können mit ihren Lohnvorstellungen, ihren Packages und Benefits. Und sie glauben gar nicht, was da möglich ist. Also, auch wir müssen uns entwickeln, weiterbilden. Und diese Reise, das hat jetzt vielleicht für einige von Ihnen ein paar Ausblicke gegeben, die sie gesagt haben, ist noch spannend, tönt interessant, kann ja mal kommen. Aber sie hat noch gar nicht erst begonnen, diese Reise. Wenn Sie diese Technologien sich dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren betrachten, dann wird das eine andere Welt sein. Ich bin nicht ein Prophet, aber es wird so kommen. Es wird definitiv so sein. Es ist aber auch sehr, sehr spannend, weil es wird an vielen Orten und in vielen Situationen unser Leben erleichtern. Aber es wird auch Arbeitsstellen kosten, weil es gewisse Dienstleistungen nicht mehr benötigen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also müssen wir uns als Arbeitnehmer, auch betrachte ich auch mich selbstverständlich, auch in diese Entwicklung mitgehen. Einfach ignorieren ist keine Option. Und da wir alle älter werden, ich glaube, jetzt habe ich die Zahl nicht ganz korrekt im Kopf, aber die Zunahme der Pensionierten in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird sich verdoppeln, im Gegensatz zu heute, in der Schweiz lediglich betrachtet. Also müssen wir auch für diese Zielgruppe Services, Ideen, innovative Produkte entwickeln, weil wir werden dann alle diese Sachen beziehen können. Damit schließe ich, und ich weiß, ich habe hoffnungslos überzogen, und danke euch allen fürs Zuhören. Ja, vielen herzlichen Dank, André, für diesen spannenden Vortrag. Zumindest ich habe mich an sehr vielen Punkten wiedergefunden. Vielleicht hast du Fragen ausgelöst oder Punkte angestoßen, die wir nun hier gerne in der Runde auch diskutieren können. Ich habe ein Mikrofon hier bei mir. Es gibt ein zweites Mikrofon dort drüben. Wer von Ihnen liest noch eine Tageszeitung in Papierform? Gut. Ist auch beruhigend zu wissen. Was Asien angesprochen am Anfang irgendwo. Wie siehst du da die Differenz? Dankeschön. Wie siehst du da die Differenz, den Unterschied zwischen, wie wir in der Schweiz, ich sag mal, digitale Geräte, Medien, Services konsumieren und wie das jetzt andere Kulturen im speziellen Asien macht? Man sagt ja immer, die sind da meilenweit voraus. Also ich denke, man muss Asien auch unterscheiden. Ich denke, China ist nicht Japan und Südkorea ist nicht China. Also ich denke, Südkorea als Beispiel ist sehr weit entwickelt, was das angeht. Sie haben auch riesige Investitionen getätigt. Wenn man auch heute sieht, wie diese auf universitärer Ebene habe ich erlebt letztes Jahr, wie Südkorea mit Kanada zusammenarbeitet, welche Kooperationen das es da gibt. Das bringt auch einiges an Innovation in diese Länder mit. Also rein aus der Sicht Kanada, darum kann ich es jetzt sagen, die haben eine 500 Millionen Investment getätigt, rein um diese Thematik der Digitalisierung voranzutreiben, haben sich das Know-how von Südkorea geholt.
Das heißt, die Südkoreaner aus der Gaming-Perspektive, der Umgang mit Medien, wie sie überhaupt im Alltag diese Medien auch nutzen für ihren täglichen Bedarf, wie auch für die Generierung von Dienstleistungen, ist eine andere Welt. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich war noch nie vor Ort. Ich habe mir das alles auch sagen lassen von diesen Spezialisten. Japan wiederum ist eine andere Geschichte. Aus der kulturellen Perspektive sieht man dort diese absolute Technologisierung, die Disziplin, die da herrscht in der Gesellschaft. Auf der einen Seite nutzen diese exorbitante verschiedene Services für ihren Alltag. Dann gibt es aber diese Situation der totalen Entspannung. Diese Kultur beherrscht die einerseits Hochtechnologie, die Technologisierung, wie auch die Digitalisierung, den Umgang und die Nutzung dieser Services. Auf der anderen Seite können sie auch extrem gut entschleunigen. Also diese Balance habe ich noch nie erlebt, außer in Japan. Das könnte ich nie, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich denke, auch da ist so ein, der kulturelle Aspekt ist sehr wichtig. Wie geht man damit um? Ich denke, wir Schweizer, also da möchte ich nicht für alle sprechen, aber ich erfahre das oft, dass wir eher sehr zurückhaltend sind, was in unserem Naturell liegt, das macht nichts. Aber wir dann so lange brauchen, um solche Sachen anzunehmen, dass es uns dann irgendwie nicht gelingt, in absehbarer Zeit auch wirklich vorwärts zu kommen. Nicht überall, ich denke, da redet man mit verschiedenen Leuten, wird man verschiedene Rückmeldungen bekommen. Aber die Durchdringung dieser Digitalisierung in den Gesellschaften, im Speziellen eben Japan und Südkorea, ist extrem hoch. Aber da gibt es auch ein Beispiel in Europa, das ist Island, hat sich auch sehr gut entwickelt. Es gibt Länder, die haben aufgrund der Situation, dass sie eigentlich gar keine andere Möglichkeit hatten, als ihres Bürgerwesen, ihre ganze öffentliche, rechtliche Verwaltung zu digitalisieren, weil sie aus den finanziellen Möglichkeiten, die da waren, eigentlich das Beste machen mussten, hatten sie zum Beispiel E-Voting eingeführt. Es wurde gar nicht mehr diskutiert, machen wir ein Papier-Voting. E-Voting ist das Standardgesetz. Da gibt es Länder in Europa, die können das sehr, sehr gut. Wo wir uns ja sehr, sehr schwer tun. Wir haben gehört, Genf hat gestern gesagt, nein. Jetzt heißt das für alle, nein. Nur weil Genf nein gesagt hat, heißt das jetzt für alle, nein. Das gibt es nur in der Schweiz, dieser Föderalismus und die Auswirkungen, die dann eben zu der Digitalisierung und zu der Fragestellung dieser Digitalisierung führen. Also ich erlebe da halt wirklich, wenn ich das so sagen darf, es gibt wirklich dieser Föderalismus tut uns da manchmal wirklich nicht gut. So können wir uns gegenseitig sehr lange aufhalten und da gibt es natürlich eben andere Kulturen, andere Länder, andere Regierungen, die haben da andere Vorstellungen. Ich möchte nicht alle in einen Topf werfen, vor allem wenn es um China geht, da habe ich keine Ahnung. Da wissen wir alle, das ist eine andere Geschichte. Aber so Südkorea und vor allem eben Japan, da erlebt man ganz klar, dass wirklich von der Regierung her eigentlich sehr viel dafür getan wird. Und wenn man heute schaut, wie viele Südkoreaner in Kanada studieren und da spezifisch zu gewissen Technologien, da muss ich sagen, es war sehr spannend. Montreal hat so einen Hub für Game-Entwickler und Blockchain-Themen. Da werden Sachen generiert, Ideen kreiert. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Aber es wird auch investiert. Lange Rede, lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja. Hier gibt es eine weitere Frage, ja. Danke, Marco Morosini, ETH Zürich. Ich bin italienischer und Schweizer Doppelbürger. Ich komme von einer digitalen Hölle, Italien. Ich habe hier ein digitales Paradies gesehen. Haben Sie Angst vor dieser neuen digitalen Welt? Sehen Sie Risiken? Ich frage es, weil ich kenne das gut, der Fall Italien. Dort eine digitale Firma hat ein digitales Putsch gemacht, hat ein Land, ein G7-Land in der Hand, 12 Personen. Nicht mit Soldaten, sondern mit Daten. Und mein Fazit ist, dass die digitale Systeme, die digitale Werkzeuge, die Starke viel mehr verstärken als die Schwachen. Und ich fühle mich so ein bisschen wie in den 60er Jahren in diesem Vortrag. Also damals war die Atomschere. Jetzt ist ja alles besser mit Atomkraft. Wunderschönes Welt. Niemand hat von der Risiken, von der dunklen Seite
gesprochen. Dann, wenn Sie wollen, werfen Sie einen Blick nach Italien, wo eben ein digitales Putsch stattgefunden hat. Ich schreibe ein Buch darüber im Moment. Gute Fragestellung. Selbstverständlich, ich habe ja auch versucht, immer zu sagen, es ist nichts kostenlos. Wir geben unsere Daten. Wir müssen uns wirklich überlegen, wollen wir das? Können wir auch wirklich feststellen, wann unsere Daten abwandern? Wenn wir irgendwo etwas wollen, meistens wenn wir, ich sage jetzt mal auf der Consumer-Ebene, eine App haben, dann müssen sie ja irgendwann mal sich einverstanden erklären, dass sie diese Geschäftsbedingungen akzeptieren. Sonst können sie diese App nicht nutzen. Jetzt, wer von Ihnen hat schon jemals gesagt, gut, ich verzichte auf diese App, weil ich diese Geschäftsbedingungen nicht akzeptieren kann, weil darin offensichtlich der Datenabfluss geht? Aber es sind nicht alle. Also haben wir da schon in der Gesellschaft unterschiedliche Präferenzen, Ideen, Vorstellungen, Werte, die da abgedeckt werden. Und je nachdem muss man sich damit befassen. Aber ich denke, das Risikosystem ist da, dass Daten irgendwo hinfließen, wo ich nicht möchte. Das Risiko ist da, dass meine Gesundheitsdaten zu jemandem gehen, der ein Gesundheitsprofil über mich erstellen kann. Ich muss Ihnen auch aber ehrlicherweise eingestehen, ich würde Google Maps nicht verbieten, meine Standortposition zu verifizieren und mir Vorschläge zu machen, wie ich da von diesem Standort zum nächsten komme, weil es ist ein Mehrwert für mich. Da steigt für mich eigentlich das Risiko, dass ich meine Daten Google gebe und dadurch ein Bewegungsmuster von mir offensichtlich wird. Wenn meine Krankenkasse mir mit 50% Prämienrabatt gäbe, wenn ich meine Gesundheitsdaten mitteilen würde, ich würde es tun. Ich würde es tun. Aber ich bin bis heute zum Glück verschont geblieben von einer schweren Diagnose. Das ist eine ganz andere Situation. Wehe, ich wäre in dieser Situation. Das ist eine Frage der Perspektive. Aber das Risiko ist da. Man muss den Umgang mit Daten definitiv regeln. Wir haben diese Diskussion, wo sollen die Daten gelagert werden. Die ist absolut richtig und wichtig. Das haben auch die großen Anbieter festgestellt. Wir wissen, dass Microsoft in der Schweiz 2 Datacenters nächsten Jahres eröffnen wird, weil Schweizer Kunden einfach gesagt haben, das ist ja schon gut mit eurer Technologie. Aber wir müssen das in der Schweiz haben, auch aus gesetzlichen Gründen, regulatorischen Gründen. Aber da muss ich auch was dazu sagen. Im Parlament ist zurzeit die Vernehmlassung des neuen Datenschutzgesetzes hängig. Herbstsession war das Thema. Wissen Sie, wieso? Man will natürlich alles anders machen als der Europäer, die das im Mai eingeführt haben. Und jetzt, weil die Fragestellung so komplex ist und wahrscheinlich viele Leute auch im Parlament überfordert sind mit der Fragestellung, wäre ich wahrscheinlich auch, versucht man das aufzusplitten. Das ganze Gesetz noch in Zeile zu zerstückeln. Und dann haben wir dann diesen Föderalismus pur. Dann reden wir nämlich in 3, 4 bis 5 Jahren immer noch darüber, wie gehen wir mit den Daten um, geschaffen wir die gesetzlichen Voraussetzungen, damit wir als Bürger eigentlich dann das Gefühl bekommen, wir wissen, wie damit umzugehen ist. Aber, und es gibt nirgends eine hundertprozentige Sicherheit, eigentlich wäre Italien auch diese Gesetzgebung unterstehen, würde es unterstehen, der sogenannten GDPR, also General Data Protection Rules. Und darin steht explizit, wenn man dieses Datenschutzgesetz mal vielleicht gelesen hat oder darüber gehört hat, es wäre gedacht zum Schutz von uns Individuen. Es ist nicht für die Firmen, es wäre uns Rechnung getragen. Ganz kurze Bemerkung noch. Wenn ein Unternehmen einen Datenverlust hätte, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach, die Migros hätte, die Cumulus-Daten würden weg oder von uns alles weg. Oder jemand hätte das abgezogen. Wie das bei der RUAG passieren darf, aber da schreit niemand danach. Naja, ist so. Auf jeden Fall, die Daten wären dann weg und es wären EU-Bürger betroffen, dann grenznahen Raum, die würden bei der Migros einkaufen, hätten eine Cumulus-Card und dann könnte der EU-Bürger sagen, hey, liebe Migros, wieso hast du mir nichts gesagt? Du hättest das mir melden müssen innerhalb von 72 Stunden, nachdem du es entdeckt hast. Hast du nicht? Dann würde dir in diesem Fall Deutschland das Recht dieses Bürgers vertreten und die Migros einklagen. Das würde heißen, 4% des Jahresumsatzes oder 20 Millionen Buße. Das Unternehmen gebüßt, Migros würde sagen, tut weh, passiert uns nicht mehr. Das DSG, welches in der Vernehmlassung ist, sagt Folgendes dazu.
die Unternehmung ist ja gut und recht, wir büßen den Einzelnen. Wir gehen hin und sagen, du hast 500'000 Schweizer Franken als Buße zu bezahlen. Sie müssen ja wissen, heute, wenn wir da den setzen wir das GDPR, also dieses europäische Datenschutzgesetz hier hin, dann ist die Schweiz heute hier. Sehr lasch. Das ist das Problem. Das Machbar, man geht jetzt so. Das wird nie gehen, wird nie funktionieren, weil diese Diskussion natürlich eigentlich nicht uns Individuum dient, sondern es dient einfach dem Gesetz. Es wird einfach etwas definiert, was aber eigentlich nicht sinnvoll ist. Und dann wird das auch immer diskutiert, und dann wird es zerstückelt und wir werden irgendwie dann eines Tages erfahren, wie es aussehen sollte. Die Frage war aber, sehe ich ein Risiko darin? Absolut. Und darum bin ich froh, wenn ich sehe, dass Leute hier im Saal sagen, nein, will ich nicht, möchte ich nicht. Aber es sind die wenigsten. Es ist 18.15 Uhr. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Ich habe selber noch die eine oder andere oder auch, also nicht nur an dich, aber generell vielleicht auch ans Publikum. Ich werde das aber aus Zeitgründen auf den dritten Teil verschieben. Ich möchte an dieser Stelle nochmals ganz herzlich danken, André, für deinen Beitrag. Nicht nur in meinem Namen, sondern auch im Namen des Organisationskomitees des 17-15 Kolloquiums. Und ich möchte dir auch in diesem Namen diese ETH Einstein Trinkflasche cool. überreichen. Vielen Dank. Danke vielmals. Ja, und bevor wir jetzt zum dritten Teil übergehen, möchte ich noch einen kurzen Werbeblock einfügen für die nächsten Kolloquien. Die sind auch schon geplant im Frühlingssemester 2019, immer am letzten Donnerstag des Monats. Und das nächste Kolloquium findet also am 28. März statt. Unser Referent dann wird Ingo Barkow sein von der HTW Chur. Er ist Dozent für betriebliches Datenmanagement. Das Thema wird Metadatenmanagement sein. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie dann auch wieder bei uns sind. Vielen Dank und ich würde sagen, verschieben wir die Fragerunde nach außen.